Leute, wie groß waren eure Bildschirme, die ihr damals hattet? Die richtigen Röhrenbildschirme. Waren das 12 Zoll? 13 Zoll? Im Kinderzimmer hatte man nicht so viel Zoll. Das war so der Kleine, der irgendwie noch über gewesen ist, wenn man sich dann einen Großen geholt hat. Aber jetzt ist gerade etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Wir haben Contra 3, aber das war ja US-amerikanisch. Wir hatten Probotector. Und Probotector ist das gleiche wie Contra, nur, dass es da Roboter waren. Du hast auf Roboter geschossen und du hast Roboter kaputt gemacht. Und hier bei Contra sind es halt Menschen. Und damals war das halt alles nochmal so ein bisschen, da schießt man nicht auf Menschen, da schießt man auf Roboter. Und dementsprechend gab es Probotector und Contra war aber im Endeffekt das gleiche. Donkey Kong Country, müssen wir nicht drüber reden. Mega geiler Titel. Dann eins meiner absoluten Lieblingsspiele, die ich bis heute so heftig feiere. Es gibt kein besseres Kirby als Kirby Superstar für das Super Nintendo. Es gibt kein besseres Kirby. Im Deutschen heißt das übrigens Kirby's Fun Park. Und auch 8 in 1 ist das gleiche Spiel. Kirby's Dream Course. Das erste Spiel, wo ich richtig hart enttäuscht von war, weil ich dachte so, ja, was ist das? Und dann ist es einfach ein Minigolfspiel. Okay, es war komisch und schwer, aber man hat es trotzdem gespielt und es war auch ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht so ganz abgeholt. Dann Secret of Mana, müssen wir nicht drüber reden. Soundtechnisch, spieltechnisch, einsame Spitze. Immer noch ein super, 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 super schönes Spiel. Super Street Fighter 2 Turbo. Hier ist es so, bei Street Fighter gibt es weniger Charaktere als bei Super Street Fighter. Aber Street Fighter 2 Turbo, da konnte man die Geschwindigkeit einstellen. Dementsprechend konnte man die Kombos und sowas alles schneller durchführen. Und das ganze Spiel war ein ganzes Stück schneller. Super Mario Kart, muss man nicht drüber reden. Klassiker, richtig gut. Auch eins mit der ersten Spiele, die mit den Super 7 Chip gearbeitet haben, wegen dieser 3D-Optik. Müssen wir über Super Mario World reden? Müssen wir darüber reden oder wissen wir halt einfach, dass das Kindheit pur ist. Earthbound. Leute, Earthbound. Earthbound war für mich das Spiel, wo ich gesagt habe, dafür lohnt es sich, dieses Ding überhaupt zu kaufen. Weil das gab es halt hier in Europa nicht. Das ist halt ein rundenbasierendes Spiel, was der Zeit so ein bisschen voraus war. Weil die Story, die fand ich ziemlich gut. Ich fand die Musik super klasse. Und das Kampfsystem war auch nochmal was Besonderes. Vielleicht können wir da mal ganz kurz in irgendeinen Kampf reingehen. Also erstmal sieht es halt unfassbar süß aus. Also ich liebe dieses Spiel. So doll. Und ich will nicht sagen, dass ich zum Schluss geweint habe, aber es war auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran. Auf jeden Fall, wie man hier sieht, also das Kleine hier, was ihr seht, ist halt ein Gegner. Und wenn du stark genug bist, sind die Gegner vor dir weggelaufen. Und wenn du noch stärker geworden bist und die berührst, hast du sofort gewonnen. Ich komme jetzt leider nicht zu einem normalen Kampf, ohne dass ich da jetzt euch zu viel zeigen würde. Auf jeden Fall ist es ein unfassbar schönes Spiel. Es ist lang, es hat sehr, sehr schöne Musik. Es hat richtig viel Witz. Das lege ich euch wirklich an Herz. Wenn ihr das habt, wenn ihr Super Nintendo Mini habt, gönnt euch, ohne Witz, gönnt euch dieses Spiel. Also gönnt euch auch einfach nur mal den Soundtrack. Der ist schon super, 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 super gut. Und da kann ich jetzt noch eine Lanze brechen. Earthbound war der Vorreiter oder ist in dem Sinne die Inspirationsquelle mit ganz vielen anderen Sachen für Undertale. Das bedeutet, wenn ihr Earthbound gespielt habt, spielt danach mal Undertale und werdet das eine oder andere wiederfinden. Earthbound definitiv. Ein Spiel, was man gespielt haben muss. Ja, F-Zero brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich finde, F-Zero ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Also ich selber kam mit diesem Rennspiel nicht klar. Mega Man X, das erste Spiel, was ich so hart gefeiert habe von Mega Man. Weil man halt auch, wenn man hier mal kurz so reingeht, dafür, dass man halt so denkt, so okay, Mega Man kenne ich ein bisschen anders und das war halt, auf jeden Fall spielt das ja auch in einer anderen Zeitline als die Mega Man, die man sonst so kennt. Gibt es Leute hier, die damals auf Pro7 Mega Man geguckt haben, die Mega Man Serie? Weil da gab es nämlich eine besondere Folge, wo dieser Mega Man, der jetzt hier ist, mit in dem Universum war. Also der kam halt aus der Zukunft. Das hat mein Leben so glücklich gemacht. Auf jeden Fall, dieses Mega Man hat mich halt irgendwann mega hart geflasht. Das habe ich halt auch unendlich viel gespielt. Und deswegen liebe ich einfach... Irgendwas stimmt mit diesem... Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Star Fox und Star Fox 2. Star Fox 2 war bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht veröffentlicht. Will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, hier war es das erste Mal, dass man es spielen konnte. Und vorher war es nur möglich, das anders zu bekommen. Star Fox, das war...
es ist was Besonderes. Wie ihr seht, das ist halt schon etwas anders. Ich gebe es zu, ich konnte mir das nicht lange geben. Also für damalige Verhältnisse war das wohl sehr, sehr gut. Oh, aber wie ihr seht, ist halt ein komplett anderes Spiel. Hier war es halt wirklich so die ersten 3D-Schritte. Und ja. Ja, dann Castlevania 4. Ich habe Castlevania nie so wirklich gespielt. Also ich habe den Teil jetzt ziemlich weit gespielt. Muss aber auch sagen, ich habe viel geschummelt, weil ich immer sehr, sehr viel neu geladen habe. Weil man halt bei ganz vielen Sachen immer wieder stirbt und das ist halt unfassbar frustrierend. Genauso wie bei Super Ghouls and Ghosts. Es ist ein cooles Spiel. Es ist unfassbar schwer. Und deswegen habe ich gesagt, ich spiele das mal, aber auch hier immer wieder mit dieser Start- und Rewind-Funktion, wo man ja hier auch zurückspulen kann und so. Was. Ein Spiel, was ich nie gespielt habe, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, habe ich nie gespielt. Ich kann da nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das der Fanliebling war oder ob es das andere für das Super, fürs N64 war. Da kann ich leider nicht viel zu sagen. Aber Super Metroid. Und Super Metroid, finde ich, ist bis heute, ich finde, das ist ein super krasses Spiel. Ich mag das richtig, richtig gerne. Und das ist gar nicht so hart krass gealtert. Was ich generell bei der Nintendo, bei der Super Nintendo, finde ich es hart gut, dass es nicht so viel gealtert ist. Wenn man sich dann halt die N64 anguckt, die ist schon schwieriger gealtert und da spiele ich halt auch einfach nicht so gerne mit. Nicht mehr so gerne mit, wie jetzt mit der Super Nintendo. Auch Punch-Out, Super Punch-Out, habe ich nie wirklich gespielt. Ich habe es versucht, bin ich nicht reingekommen. Zelda, Link to the Past müssen wir nicht erzählen. Ich habe es auch hier nicht nochmal angefangen. Super Mario World 2, Yoshi's Island, habe ich geliebt. Ich mag einfach diesen Stil, weil der so Kreide gezeichnet ist und ich finde ihn richtig süß und das ist so ein schönes Spiel. Auch wenn ich Baby Mario ab einem bestimmten Moment einfach nur hasse. Dieses Geschreie, das nervt so unfassbar. Unfassbar schönes Spiel. Liebe ich bis heute. So verbringe ich dann auch meistens so meine Weihnachtstage. Einfach mit diesen Retro-Games, die man noch von früher kennt, das nochmal Revue passieren lassen. Und dann sind wir schon wieder beim Anfang. Contra. Würde ich sagen, spielen wir da einfach nochmal rein, oder? Einfach nochmal kurz in Contra reingucken. Oh, das war's schon. Das ist so krass. Ein Schuss tot. Also ich kannte das, dass das Roboter sind und keine Menschen. Weil das dann halt wirklich gedingst war. Zensiert und umgeschnitten. Und hier sieht man auch wieder, dass es halt schwer ist. Aber früher waren auch die Ansprüche an den Spielen ein bisschen anders. Die waren dann halt ein bisschen schwerer gemacht und musste sie auswendig lernen. Ist davon ausgegangen, dass man sich damit mehr beschäftigt. Das war halt wirklich Trial and Error. Ich würde einfach sagen, dass das in Japan schwerer war, weil die Spiele ja generell auf dem japanischen Markt sehr viel schwerer waren. Und ich bin, glaube ich, ganz, ganz selten über das dritte Level hinaus. Leicht ist anders. Vor allem, wenn man dann halt auch alleine spielt. Also zu zweit ist das Ganze dann nochmal ein bisschen leichter. Ich glaube, ich finde die Roboter aber auch ein bisschen cooler als die Menschen so. Das ist so... Manchmal ist es echt ein bisschen mies, dass du halt wirklich nach einem Schuss dann direkt weg bist. Du musst das Spiel einfach auswendig lernen. Das ist so krass. Wie bin ich jetzt gerade gestorben? Oh, das war knapp. Ja, ohne Witz, ich finde das Bild mit dem Probotector finde ich halt wesentlich geiler, wenn da halt so ein Roboter steht noch mit so zwei fetten Knarren und denkst so, bam, das ist geil, das kann was. Das Level hier fand ich super, super interessant, weil das halt dann wirklich auf einmal anders ist und da konnte man die Waffen in beiden Händen halten. Das gibt einem dann ja schon die ersten GTA-Vibes. Ah, so dreht man, okay. Und ich fand das cool, dass sich halt jetzt hier schon das Spiel so wieder ein bisschen geändert hat. Einfach immer so eine richtig geile Abwechslung zum Spiel. Oh, hat mich damals sehr doll begeistert. Ich fand einfach 2D-Spiele wesentlich geiler als so Top-Down-Spiele oder wo man sich so, wo die so Sachen ausprobiert haben. Also wenn das jetzt hier so, jetzt so ein Bonus-Level ist, dann finde ich das cool, beziehungsweise das zweite Level, aber das als erstes Level oder halt generell nur so, hätte ich es dann, glaube ich, nicht gefeiert. Schön Flammenwerfer, der kann auf jeden Fall was. Wollen lieber wechseln, ansonsten verliere ich die Waffe gleich wieder. Gut, dass ich gewechselt habe. Nein, jetzt ist mein Power-Up weg. Ich wollte gerade sagen, das ist schwerer, als ich dachte, aber es ist halt einfach schwerer, als ich es in Erinnerung habe. Oder ich bin halt einfach reflextechnisch nicht mehr auf dem Stand eines... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gespielt habe, Jährigen. Ich habe nicht mehr die Reflexe eines 10-Jährigen. Aber ob ich die... Ich weiß
weiß auch nicht, ob ich die Geduldsspanne eines 10-Jährigen überschreiten würde mit dem, was ich hier gerade tue. Würde ich aber bezweifeln. Können wir bitte wenigstens nochmal zu dem zweiten Boss gehen? Sonst würde ich mich ein bisschen. Sonst würde ich mich ein bisschen schlecht fühlen. Auf der einen Seite frage ich mich, wie groß dieser Parkplatz ist. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, wie die Leute das schaffen, nicht komplett auszurasten, wenn sie sowas sehen. Oh, Laser. Schön auf. Ah, genau so. Können wir bitte einfach. Können wir einfach Freunde sein und du bewegst dich nicht und ich sterbe dafür nicht? Das wäre mir ein inneres Blumenpflücken. Nein, 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 nein. Kannst du das mal einfach bitte nicht mehr machen? Ich sehe es schon, dass ich gleich sterbe und das dann halt einfach. Oh Gott sei Dank. Das war echt knapp gerade. Sehr schön. Der andere war überhaupt nicht dabei. Warum ist der jetzt auf einmal hier? Warum ist der hier? Das war's auch dann damit. Kirby, da können wir nochmal reingehen. Ich finde, das ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Dieses Spiel, das besteht insgesamt aus 8 Spielen. Und in diesem Menü kann man sich entscheiden zwischen die unterschiedlichen Spiele, die man spielen möchte. Dann ist da auch noch so eine kleine Erklärung, was du mit dem machen kannst. Das sind so die, die man so als erstes spielt. Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut, weil es ist auf Zeit und es ist super schwer. Und das ist halt so, ich glaube, da verbringt man einfach die meiste Zeit drin. Wir müssen jetzt nach Truhen suchen, wo wir Items sammeln müssen. Und hier ist es halt so, dass vorher kannte man das vom Kirby fürs NES. War das halt so, dass man nur so eine Attacke hatte. Und hier war es das erste Mal wirklich so, dass du wirklich ein richtiges Moveset hast. Und was auch noch cool ist, man kann immer zu zweit kämpfen. Und ihr könnt das ganze Spiel auch zu zweit spielen. Also wenn man jetzt noch einen zweiten Controller hat, den man irgendwie immer hat oder so dabei hat. Und dann gibt das Ganze nochmal eine ganz andere Dynamik. Das wurde dann später, glaube ich, auch nochmal wieder gemacht bei Kirby und das magische Garn, weil man das auch wieder zusammen so im Koop spielen konnte. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das andere Level. Das ist ein bisschen schwerer bzw. schneller. Da ist ein richtig heftiges Tempo hinter und es ist ein richtig steigendes Tempo. Wenn wir da nochmal reingehen. Gehen. Continue Chapter 7. Wie gesagt, hier, das ist ein bisschen schneller aufgebaut. Du musst immer mitgehen. Die Zeit reicht meistens aus, aber das ist ein sehr, sehr guter Stilfaktor, wenn du unten immer die Zeit siehst und das halt wirklich drängt. Und die Gespräche darunter sind auch immer sehr, 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 sehr gut. Ich liebe die Kämpfe mit dem Schwert und gegen Meta Knight. Vor allem, weil hier das Schwert halt einfach. Ich finde das Schwert hier so OP. Oh. Und deswegen wollte ich den Ninja haben, weil der Ninja ist immer sehr, sehr gut dabei, sich gegen Meta Knight durchzusetzen. Und ich finde, das ist auch wieder schon so ein richtig schön ikonisches Bild, wo er denn da so steht. Das wirkt so gut, das macht so viel Spaß und das gibt einem halt einfach richtig, richtig viel. Und dementsprechend ist das halt einfach wirklich so mein absolutes Lieblings-Kirby. Das, was mein Herz immer ein bisschen weicher macht. Es gibt auch Minispiele, die man zu zweit spielen kann. Ich zeige euch einfach mal beide. Da muss man immer in den richtigen Momenten den richtigen Punkt drücken, um dann so einen Riss in der Erde zu machen und dann kämpft man halt gegeneinander. Und das kann man halt auch zu zweit spielen. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist noch das andere. Push any button immediately when you see exclamation mark. Alter, wie schlecht. Können wir mal bitte kurz festhalten, wie schlecht das war? Oh, ist schon besser, aber es macht einen nicht glücklich. 16. Das wird ja. Ah, doch, wurde besser. Oh. Den habe ich verdient. Das Süße ist, dieser Hammer, der wird ja meist benutzt, um Essen zu schlagen. Jetzt ist Kirby halt auch ein Ding. Was auch immer richtig viel Spaß gemacht hat, ist das hier. Die Melodie von Gomet Race. Das ist meine Zweitlieblingsmelodie von Kirby. Und da musst du halt ein Rennen gegen König DDD machen, der auch zu Deutsch König Nickerchen heißt. Oh, das war knapp. Das zweite finde ich nicht so gut. Ich finde, das erste ist immer noch die beste Melodie. Knapper geht's nicht. Sogar noch geschlagen, obwohl ich nochmal einen Umweg nehmen musste und er mich überholt hat. Puh.
Wow, das war richtig gut. Ja, das waren so die Spiele, die ich euch nochmal zeigen wollte. Also mein ganz großer Appell an euch. Spielt Earthbound, gönnt euch Earthbound. Oder, wenn ihr da erstmal genauer reingucken möchtet, empfehle ich euch das Let's Sleep von Andy Strauss. Da spielt er das Spiel auch durch. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und der macht das richtig schön. Eine Stunde vorm Schlafen gehen, eben kurz eine Runde Let's Sleep. Es heilt Wunden. Ohne Witz. Es ist ein innerer Seelenfrieden. Ich gehe nochmal kurz hier hin, um euch nochmal so ein bisschen die Musikmelodie zu geben. Aber hier hin. Genau, dann kann es auch im Hintergrund laufen. Ihr hört das noch im Hintergrund. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns die Tage wieder. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Abonniert auch Instagram, emp-gaming, auch bei Instagram. Ein Like da lassen und dann seid ihr immer up to date. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich und wünsche euch noch einmal eine wunderschöne Woche und bis dahin.